Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mich gerne der Tiny Make-up Challenge stellen. Das heißt, ich habe mir aus meiner Schminksammlung ganz, ganz viele winzig kleine Produkte rausgesucht. Also sowohl Luxusproben als auch einfach, ich weiß nicht, es sind eigentlich hauptsächlich irgendwelche Proben oder Luxusproben oder sowas. Und ja, damit möchte ich mich gerne schminken. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. In diesem Video wird auch Wach wird verlost. Die Wachheit wird verlost. Nein, es wird etwas verlost. Und zwar habe ich hier ein kleines Kartönchen zusammengestellt mit Gesichtsserum und einer Highlight- bzw. Lidschattenpalette, einem richtig krassen Frühlingsnagellack, etwas für den Körper, etwas fürs Gesicht und etwas für die Wohltat Hey Be Beautiful. Also quasi ein Tee. Ja, los geht's. Wir starten mit dem Benefit Professional Primer. Das ist dieser hier. Ich habe es ja auch in meinem Sammlungsvideo immer wieder gesagt, dass ich diese kleinen Produkte einfach so niedlich finde. Ich habe übrigens meine Tagespflege ganz normal drauf gemacht. Der Professional kommt ein bisschen getönt raus und der ist sehr silikonig. Der verschmilzt bei mir immer direkt mit der Haut. Und es fühlt sich immer so an, als würde man dann quasi über Samt streicheln. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Er mattiert halt auch so ein bisschen, ne? Das ist nicht unbedingt das, was ich in meinem Gesicht brauche. Ich brauche eigentlich Glow, weil ich eigentlich eine relativ trockene Haut habe. Ja, aber er fühlt sich schön an. Ich mag den eigentlich wohl. Witzig ist auch, dass wenn ich kleine Produkte habe, dass ich dann immer weniger verwende. Als Foundation verwende ich von Yves Saint Laurent Touche Eclat All-in-One Glow Foundation. Voll mein Ding. Das ist diese hier. Und ich weiß gerade nicht, welche Farbe das ist. Da bin ich gerade sehr gespannt. B20 steht hier drauf. Ich glaube, das ist auch die Farbe. Könnte etwas dunkel sein. Oh, geht, oder? Und dann arbeite ich die mit meinem Beauty Blender ein. Die lässt sich super schön einarbeiten. Huh. Farblich geht es. Also ich muss auf jeden Fall die auch den Hals runterblenden, beziehungsweise da auch ein bisschen Foundation auftragen, weil die ein Ticken zu dunkel ist. Aber dieser Glow in der Foundation gefällt mir. Wow. Und die sitzt super leicht auf dem Gesicht. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass sie eine starke Deckkraft hat. Die hat eine ganz, ganz leichte Deckkraft, aber ich habe ja auch nur sehr, sehr wenig aufgegeben. In einer dünnen Schicht aufgetragen wird die sehr leicht perfektionierend, gibt einen schönen Glow ins Gesicht und sitzt echt gut auf der Haut, verbindet sich gut mit der Haut. Und ja, es ist halt eine sehr, sehr leichte Deckkraft. Das muss man mögen. Ich persönlich mag das gerne. Ich brauche jetzt nicht diese Full-Full-Coverage-Geschichten. Und ja, das gefällt mir vom Ergebnis richtig gut. Ich sage, Glow haut mich von den Socken, muss ich wirklich gestehen. Und ja, schöne Foundation. Wenn sie nicht so teuer wäre und vielleicht in meinem Hautton, Farbton, wäre das auf jeden Fall geil. Oder ich warte noch ein, zwei Monate, dann passt es farblich auf jeden Fall. Concealer. Da habe ich von Benefit den Boeing Cakeless Concealer. Das ist dieser hier. Der ist mini, mini klein. Der ist echt süß. Alle Produkte habe ich dir natürlich unten in der Infobox verlinkt. Ich habe hier die Nummer 5. Ich weiß nicht. Könnte dunkel sein. Aber die Foundation ist ja auch ein bisschen dunkel. Der ist tatsächlich ein bisschen dunkel jetzt aktuell. Ist aber nicht schlimm. Naja, dann habe ich halt ein sehr natürliches Ergebnis. Ich gebe mir noch 2 Tropfen Ditcher jeweils unten unter die Augen und verteile das auch eben nochmal. Ziemlich viele Nuancen sind zu dunkel, deswegen verteile ich den hier auch so ein bisschen in meinem Gesicht, damit es nicht zu heftig aussieht. Sieht halt jetzt wirklich sehr natürlich aus, weil er halt einfach relativ dunkel ist, ne? Der hat jetzt keinen auffällenden Effekt bei mir gehabt, es ist einfach nur ein abdeckender Effekt gewesen. Als Puder werde ich jetzt 2 verschiedene verwenden, weil ich gemerkt habe, dass dieses Nude by Nature Puder, was ich hier habe, nichts für die untere Augenpartie ist. Das heißt, ich nehme hier für die untere Augenpartie das By Terry, das Hyaluronic Hydra Powder. Das ist dieses hier. Habe ich in einer sehr, sehr kleinen Größe auch mal irgendwo in einer Muttertagsbox oder so, glaube ich, mal gehabt von Flaconi. Das hat hier tatsächlich sogar ein Lochgitter-Vieh. Das versuche ich jetzt erstmal mit dem Schwämmchen aufzunehmen. Da muss ich sehr vorsichtig mit arbeiten, weil das halt echt so ein Puder ist, was dir auch alles sehr hell macht. Also das kann dir dann auch sehr viel Flashback verursachen. Da mein Concealer aber relativ dunkel jetzt geraten ist, ist es gar nicht so schlimm. Und den Rest von meinem Gesicht hätte ich einfach hier mit dem Nude by Nature Puder. Gar nicht so einfach in diese kleinen Pöttchen reinzukommen mit einem großen Pinsel, Leute. Wahrscheinlich hätte ich dafür auch kleine Pinsel nehmen sollen, aber... Nur ist zu spät.
Ja, der Concealer ist mir wirklich viel zu dunkel und das sieht auch gesettet nicht schön aus. Ich habe hier richtig so einen Streifen darunter, ne? Das sieht doof aus, das mag ich nicht. Blöd. Das Problem bei dem By Terry Puder ist einfach, dass es mal irgendwann diesen feuchten Effekt hatte, hat es aber leider nicht mehr. Das ist ein bisschen schade, das trocknet halt irgendwann leider aus, ne? Also hydratisierend ist es dann irgendwann einfach nicht mehr. Ja, und das Nude by Nature ist halt super fürs ganze Gesicht. Das habe ich jetzt wirklich für mich herausgefunden. Das gefällt mir auch richtig, richtig gut. Als nächstes verwende ich einen winzig kleinen Bronzer. Ja, einen Bronzer verwende ich, und zwar von Bare Minerals. Das ist dieser hier, Endless Summer Bronzer in der Farbe Worms. Das war in meinem Adventskalender mit drin von Bare Minerals. Das ist dieser hier. Und ja, das ist echt niedlich, ne? 3,8 Gramm. Süß. Und den trage ich jetzt einfach mal mit dem gleichen Pinsel auf, wo ich eben das lose Puder mit aufgetragen habe. Der ist einfach schön, weil er sich so schön einblendet, schon recht schnell. Und damit kann ich jetzt einfach mal mein Gesicht so ein bisschen aufwärmen. Und ein bisschen Dimension zurückgeben. Das finde ich ganz angenehm jetzt. Alles, was du dafür tun musst, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, ist ganz einfach. Schreib mir einfach deine Körpergröße unten in die Kommentare rein. Ich bin ja 1,73 Meter groß. Bin, ja, für eine Frau würde ich sagen, schon relativ groß. Wenn ich jetzt so auch mit meinen Mädels zusammenstehe, auf Partys oder so, bin ich immer recht groß, zumal ich dann ja auch gerne mal hohe Schuhe trage. Aktuell nicht auf Partys, aber ne, generell. Und da merkt man dann doch, wie groß man ist. Aber wenn ich jetzt so mit meinem Freund zusammen bin, der ist jetzt auch nicht so viel größer als ich, aber, ne, weiß ich nicht. Da fühle ich mich jetzt nicht wie so ein Riese. Klein, aber oho, würde ich mal so sagen. Hat einen schönen Effekt gemacht, ne? Also den kann man natürlich ja auch in Originalgröße kaufen, genauso wie alle Produkte, die ich jetzt hier verwende. Aber ich finde, dass der richtig, richtig harmonisch aussieht. Das ist jetzt nicht zu viel, nicht zu wenig, und ich denke, man kann ihn tatsächlich noch mehr aufbauen, wenn man da Bock drauf hat. Aber ich finde ihn auch schön verblendet, also ne, das ging recht simpel. Cooles Produkt, also von daher, das ist eins von den Bare Minerals Produkten, was auch safe Ewigkeiten bei mir bleiben wird, bis es aufgebraucht ist. Dann verwende ich jetzt aus einem weiteren Adventskalender von Revolution einen Blush, der heißt einfach Press Blusher. Ne, also da steht jetzt keine große Farbe drauf oder so. Das ist halt so ein Adventskalender-Exclusive-Produkt, aber es spiegelt ja schon so ein bisschen die Qualität von Revolution Blushes wieder irgendwie. Ja, 2 Gramm, süß. Gehe ich hier auch mit dem gleichen Pinsel wieder rein, nur so ein bisschen mit der Spitze, weil das ist extrem pigmentiert, genauso wie auch die Highlighter von Revolution immer sehr pigmentiert sind. Den gebe ich mir hier mal so ein bisschen auf. Oh, ja, der ist echt intensiv. Teile ich mal so ein bisschen auch noch hier auf dieser Seite. Macht eine Frische auf die Wange, aber wird schnell fleckig. Also da muss man ordentlich ausblenden. Der hat auch irgendwie so einen leichten Schein mit dabei. Das sieht man jetzt so eher doch. Das sieht man schon so ein bisschen im Fändchen, dieses Satinierte. Aber schon eigentlich für mich ein bisschen zu stark, glaube ich, sagte sie und baut es weiter auf. Aber ich muss es ja irgendwie ausgeblendet bekommen, ne? Beziehungsweise verteilt, dass es nicht nur so punktuell ist, sondern dann ja auch schon so ein bisschen, ich habe das ja lieber so wirklich großflächig, ne? Dass ich das quasi hier so anfange und dann hier über die Wange und dann auch noch so ein bisschen mit in die Kontur hier reinblende, also in den Haaransatz, damit es halt harmonisch aussieht und so irgendwie in eins überfließt. Ja, je nachdem, wie das Licht drauf fällt, sieht man den Blush oder man sieht ihn nicht. Also man sieht auf jeden Fall diesen Schimmer. Diesen Schein, dieses Satinierte, aber den Blush, dieses Rötliche an sich, sieht man nicht permanent. Merkwürdig, oder? Ich weiß nicht. Ist okay, ja, aber irgendwie sieht man ihn auch nur temporär. Das ist halt auch wiederum schade, ne? Also entweder hat man den dann zu stark aufgebaut, dass man den zu intensiv sieht, oder er verschwindet auf einmal. Mysteriös, dieser Blush. Sehr mysteriös. Geben wir uns nun einen Highlighter auf. Da habe ich hier einen von Ofra. Den kann man bei Purish kaufen. Den kann man bei verschiedenen Online-Shops kaufen. Ich habe den natürlich im Mini-Format, ne? Mini-Highlighter Blissful. Ich glaube, den habe ich von Beauty Bay oder so geholt. Ich weiß es nicht. Das ist dieser hier. Sieht wirklich richtig schön aus. Allein dieses Pressing, ne? Oh. Dann hast du hier so einen niedlichen kleinen Spiegel. Echt süß. Mag ich gerne. Und dann nehme ich mir einen Highlighter-Pinsel und habe ordentlich was drauf. Da muss man wirklich aufpassen, weil Ofra-Highlighter sind schon intensiv, wie man sieht. Guck mal, wenn ich den jetzt über den Blush gebe, wird der Blush auch wieder betont und kommt wieder zum Vorschein. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Ja,
Highlighter verteile ich dann ja auch gerne immer so ein bisschen. Habt ihr nicht nur so mega punktuell, sondern halt auch so ein bisschen verteilt. Aber der kann was. Wir machen die andere Seite, da kommt die Sonne her. Da sieht man dann auch ein bisschen mehr. Das war gerade voll der Reim, ey. Leute, ich sollte hier einen Rap-Kanal aufmachen, oder? Wäre aber ehrlich gesagt nicht ganz so meine Musik. Eieieiei. Sieht echt nass aus. Ja, außer Nier. Doch, sieht ja auch wirklich schön aus. Das muss ich wirklich sagen. Und bei Highlighter, ganz ehrlich, da brauchst du keinen Riesen-Oschi von Produkt. Da reicht auch so ein kleines Ding, ne? Bis man so einen Highlighter mal aufgebraucht hat. Wenn da teilweise die Sonne drauf knallt, hast du hier voll die Reflexion. Das ist ja Hammer. Ja, ich mag sowas. Wenn einem das zu krass ist, kann man natürlich nochmal mit dem Beauty-Schwämmchen einmal so ein bisschen drüber ditchen. Und dann nimmt man halt so ein bisschen auch diese Intensität, ne? Ich habe nochmal vorsichtig reingeditscht für die Nase. Da noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Ja, ich mag das, ne? Sieht man kaum. Ja, mag ich gerne. Ich finde auch diese kleine Verpackung ziemlich geil. Ich glaube, das ist somit die edelste Verpackung für ein Tiny Make-up, was ich in meiner ganzen Kollektion hier so habe. Weil es ist zwar nur ein Mini-Highlighter oder ein Mini-Format davon, hat aber so ziemlich genau die gleiche Verpackung. Das heißt, die schließt magnetisch. Du hast es hier richtig zum Aufklappen. Du hast ein richtig schönes Packaging mit Spiegel. Es ist alles sehr liebevoll gestaltet. Also da muss ich wirklich sagen, hat Ofra das schönste Packaging hier gerade in meinem Fullface drin. Ja, vielleicht sollte ich hier ein kleines bisschen mal mit dem Schwämmchen so einmal kurz drüber kommen. Weil ansonsten ist das ein bisschen krass. Gut, Fixing Spray nehme ich von Bare Minerals, das Dio Mist. Das war auch im Adventskalender mit drin. Und ja, damit wird jetzt einfach mal alles so weit, dass die Texturen sich miteinander verbinden können, gemacht. Gutes Deutsch. Kommt später auch nochmal drüber, wenn ich Lidschatten aufgetragen habe. Und dann ditche ich das kurz nochmal mit dem Schwämmchen ein, damit die feinen Härchen im Gesicht sich auch einfach mal hinlegen können. Ich finde es so, jetzt mit dem Dew Mist und so, sieht meine Base auch wirklich schön und harmonisch aus und es gefällt mir auch ganz gut. Ja, die Foundation ist immer noch ein bisschen dunkel, aber ich glaube, wir kommen damit klar. Jetzt habe ich zwei Produkte für die Augenbrauen, die ich jetzt verwenden werde. Das ist einmal hier von Benefit Precisely My Brow. Das ist einfach so ein winzig kleiner Augenbrauenstift, der gerne mal abbricht. Das ist jetzt die Farbe 3,5. Ich weiß nicht, passt einigermaßen bei mir. Und dann habe ich hier von Yves Rocher, auch aus dem Adventskalender von Yves Rocher, Mascara Sourcil. Das ist eine Eyebrow Mascara. Die werde ich mir dann quasi als Gelersatz drüber geben. Und die Farbe 02 ist das. Ich brauche aber ein Spoolie. Da nehme ich mir hier noch so ein Spoolie zur Hand, weil ansonsten wird das bei mir meistens nichts. Ja, farblich ist der Augenbrauenstift ein kleines bisschen zu warm für mich. Den Augenbrauenstift muss man mit ungefähr gar keinem Druck auftragen. Das ist super soft. Also das Produkt an sich lässt sich auch schön so einblenden, also indem ich quasi das jetzt so bürste. Ne? Das wird sehr, sehr harmonisch, nicht fleckig oder so. Das gefällt mir. Also da kann man wirklich wundervoll präzise mit malen. Und ich glaube, es liegt halt auch daran, dass es dieses Mini-Format davon ist. Ne? Finde ich sehr, sehr cool, weil du damit auch sehr vorsichtig arbeitest und sehr fein und so. Das gefällt mir. Dann gucken wir uns mal die Augenbrauenmascara an und hoffen, dass sie jetzt nichts kaputt macht. Die hat so ein witzig kleines Bürstchen vorne dran. Oh, die ist so niedlich. Guck mal. Voll süß, ne? Oh. Ja, finde ich süß. Und damit käme ich jetzt quasi einmal vorsichtig durch meine Augenbrauen durch. Da musst du halt echt perfekt gezupfte Augenbrauen für haben, die ich nicht habe. Ich glaube, eine Augenbrauenmascara ist nicht unbedingt etwas für mich, wenn ich mir das so angucke. Gefällt mir das jetzt nicht so ultra vom Ergebnis her in Relation zu ohne. Also sehe ich ungefähr gar keinen Unterschied aufgrund von wahrscheinlich mangelnder Augenbrauenhärchen. Aber wenn du jetzt total buschige Augenbrauen hast, kann ich mir das gut vorstellen, dass du einfach eine Augenbrauenmascara nimmst anstelle von einem Augenbrauenstift. Bei den Augen möchte ich erstmal eine Lidschattenbase verwenden. Da habe ich hier, ich glaube, das ist eigentlich eher so ein Lidschattenstift, oder? Weil das ist ein Caviar Stick Eye Color in der Farbe Vanilla Kiss von Laura Mercier. Den hatte ich, glaube ich, mal in einem Trash-Paket drin. Ja, der ist halt relativ dick. Das ist so ein Stift zum Rausdrehen. Und den gebe ich mir jetzt einfach mal auf meine Lider. Das Ding ist, der ist bei mir sehr, sehr gut, weil ich habe hier halt wirklich sehr stark durchscheinende Äderchen, die vor allem oben am unbeweglichen Lid zu sehen sind. Und damit kann ich das sehr, sehr gut abdecken. Gebe ich mir erstmal so aufs Lid auf. Und dann nehme ich meinen kleinen Finger und verteile das.
Wie gesagt, hier oben brauche ich immer ein bisschen mehr Deckkraft, wenn ich das richtig abdecken will. Am Augeninnenwinkel auch. Macht schon einen enormen Unterschied, finde ich. Ich möchte gerne die Bella Pierre Cosmetics Peach Blossom Palette verwenden. Die war letztens in der Look Fantastic Beauty Box mit drin. Aber da wir hier nun mal leider keinen einzigen Ton zum Setten meines Lides haben, werde ich mir jetzt mein Puder nehmen. Dann nehme ich jetzt einfach das Bay Terry Puder und sette damit quasi meine Lidschattenbase. Weil ich arbeite einfach lieber auf einer gesetteten Base, damit komme ich einfach besser klar. In dieser sehr stark pigmentierten Lidschattenpalette haben wir einen matten Ton, das ist dieser Peach-Ton, und drei Schimmertöne. Und das wird jetzt ein ziemlich witziger Look werden. Und ich starte jetzt, wir haben übrigens hier auch einen Spiegel drin, was ich großartig finde, mit dem Peach-Ton. Da gehe ich jetzt hier einfach, oh, Achtung, viel Pigmentierung und viel Kickback und Fallout und keine Ahnung, wahrscheinlich auch, keine Ahnung. Gehe ich vorsichtig rein, arbeite das hier vorne in meinen Pinsel gut ein. Und werde damit jetzt erstmal komplett über mein bewegliches Lid gehen. Baue mir den richtig auch auf, dass ich den auch bis zur Lidfalte hochziehe und so weiter. Also ich setze mir den komplett dorthin, wo ich mir matte Töne hinsetzen würde. Da ich jetzt aber nur einen einzigen matten Ton habe, werde ich mit dem hier einfach arbeiten. Die Kanten werden auch so ein bisschen verblendet, ausgeblendet, dass die Übergänge halt etwas softer sind. Und irgendwie habe ich hier eine sehr, sehr trockene Stelle, die wir jetzt einfach mal versuchen zu ignorieren. Wenn uns unsere peachige Base, die wir geschaffen haben, einigermaßen gefällt, gehen wir jetzt mal in den Peach-Ton, diesen schimmernden Peach-Ton. Ach, ich versuche es jetzt erstmal mit dem Pinsel hier auch. Das ist ja so ein abgeschrägter Blendepinsel. Und dann nehme ich mir die Farbe auf und gebe die auf mein bewegliches Lid. Bewegliches Lid. Da sieht man aber nicht so den Ultra-Effekt, ne? Aber ich setze die da schon mal hin. Weiß nicht, geht die mit dem Finger besser? Weil da hat die ja enorme Strahlkraft. Geht schon besser. Aber ordentlich pigmentiert ist das auch nicht, ne? Aber es macht schon so ein leichten Effekt. Es ist nicht viel, was da jetzt passiert, aber es ist wenigstens ein bisschen. Es ist so jetzt leicht frühlingshaft. Ich glaube, so wird der Look dann auch gleich tatsächlich am Ende werden. Ich ziehe mir das ja auch immer ein bisschen höher tatsächlich, wegen dem Schlupflied, dass wenn ich gerade in den Spiegel reingucke, dass man wenigstens hier oben noch ein bisschen was sieht. Ne? Aber die Farbe muss ich schon ordentlich aufbauen, damit man was sieht. Aber ich glaube, für intensive Looks ist diese Palette auch nicht unbedingt gedacht. Den Pinsel mache ich an dem Handtuch sauber, was sich neben mir befindet. Und dann gehe ich jetzt hier nochmal in den dunkelsten Ton rein. Setze mir den hier so außen hin. Und ziehe den auch so ein bisschen mit in die Lidfalte mit rein. Das funktioniert mit dem Pinsel eigentlich ganz gut. Lass den auch so ein bisschen mit in das Peach hier reinfließen. Und tupfe den eigentlich viel mehr, als dass ich da irgendwie jetzt was blende oder so. Ja. Ist okay. Ich muss sagen, dass die Palette im Swatch deutlich intensiver gewirkt hat, als sie das jetzt auf dem Auge tut. Merkwürdig, merkwürdig. Aber gut. Mit dem matten Peach werde ich hier noch ein bisschen ausblenden. Vor allem hier so diese Kante. Dieses, ja, Gold, Silber, was auch immer man das nennen, wie man das nennen mag. Heißt das Glissen oder so? Nehme ich hier mit so einem Smudger-Pinsel auf. Ja, ordentlich in die Farbe rein, weil das kommt jetzt in den Innenwinkel. Richtig derbe Farbe aufgenommen. Dann kommt das so in den Innenwinkel. Und auch vor allem hier noch ein bisschen mit aufs Lid hier von innen drauf. Sich auch ein bisschen hoch, weil ansonsten sieht man das bei mir einfach nicht. Und die Reste vom Pinsel verwende ich hier als Augenbrauen-Highlight. Sehr sonnenaufgangsmäßig, aber eigentlich ganz nice. Aber sehr dezent halt, ne? Für meine Verhältnisse, wenn ich jetzt normalerweise so manchmal so grün und türkisen Lidschatten trage und blau und sowas, dann hast du hier so ein Peach und denkst du, oh ja, kann man machen, muss aber nicht sein. Ich wiederhole das, was ich oben gemacht habe. Ja, diesen Ton aus dem Innenwinkel, den ziehe ich mir quasi bis hier, wo meine Iris anfängt. Daneben setze ich mir den schimmernden Peach-Ton. Und nach außen hin kommt dann der rote Schimmerton. Verbinde ich dann auch direkt mit dem. Schade, dass der nicht so dunkel rauskommt wie im Fännchen.
Das ist echt schade. Und das ist dann jetzt der, ja, Quick and Easy Look mit der Bella Pierre Palette Peach Blossom. Easy peasy, Leute. Das ging doch relativ zügig, oder? Als nächstes werde ich mir einen Eyeliner ziehen. Da habe ich von Kat Von D den Tattoo Liner. Den hatte ich mal bei einer Sephora-Bestellung mit dabei. Der ist ganz, ganz cool, weil der halt auch so eine ganz spezielle Spitze hat. Das heißt, du hast hier vorne so Synthetikfasern. Es ist kein Schwämmchenapplikator, es sind wirklich Fasern. Und damit kann man sich einen richtig geilen Eyeliner ziehen. Aber bevor ich das mache, muss ich definitiv Setting Spray verwenden. Ich hätte es fast schon wieder vergessen. Duo Mist von Bare Minerals, ne? Das gleiche wie eben auch. Da setze ich mir dann hauptsächlich so gezielt auf die Augenlider. Dann auf dem Gesicht wieder mit dem Schwämmchen so kurz drüber gehen. Achso, bei der Palette habe ich natürlich keinen Fallout gehabt. Sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich kein Setting Spray verwendet. Jetzt hätten wir einmal das Fallout. Nein. Jetzt kann ich den Eyeliner ziehen. Bei mir wird der Eyeliner eigentlich nie vollkommen synchron. Das ist immer eine ziemliche, Struggle-Geschichte bei mir. Aber na, jetzt habe ich mir einen Eyeliner gezogen und so gefällt mir auf jeden Fall der Augenlook deutlich besser, weil das Ganze ein bisschen mehr Dimension bekommen hat und einfach mehr Ausdrucksstärke. Brauche ich einfach bei so hellen Looks. Jetzt werde ich mir meine Wimpern einmal curlen, das mache ich ja immer, wenn ich dran denke. Dann nehme ich mir hier eine Wimpernzange von Brushworks. Ja, das macht alles eigentlich immer noch so ein bisschen einfacher, dass du halt auch ein bisschen mehr Schwung in die Wimpern bekommst und ein bisschen mehr Richtung. Deswegen verwende ich gerne eine Wimpernzange. Und das vorletzte Tiny Product, was ich jetzt hier verwende, ist von Urban Decay die Perversion Mascara. Das ist einfach eine Mini-Größe davon und ich finde diese Mascara richtig gut. Ja, das Bürstchen ist eigentlich eher so ein Standard-Kunsthaarbürstchen, aber es macht ordentlich was. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich finde, dass die Mascara jetzt auch gerade wirklich gut zum Look passt, weil sie einfach alles noch so ein bisschen softer macht. Also nicht softer, sondern dieses geschwungene, voluminöse macht das Ganze auch noch so ein bisschen, weiß ich nicht, ich finde es schön. Ich mag das. Ich mag die Mascara an sich auch sehr, sehr gerne. Und jo, das ist jetzt der Augenlook. Um das Ganze jetzt einmal abzurunden, nehme ich erstmal meinen Haarreifen ab. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Um das Ganze jetzt einmal abzurunden, verwende ich hier von Ila Maska einen Mini-Lippenstift. Der ist so niedlich, der Anti-Matter-Lippenstift. Und das ist die Farbe Bang. Ist eigentlich so ein schönes Nude. Kommt jetzt auf die Lippen, passt zum Look, dieses ganze Softe. Das ist auch sehr praktisch bei diesen Mini-Lippenstiften. Du brauchst halt auch nicht wirklich einen Lipliner oder so, weil die von der Form her viel schöner fürs Lippenherz sind, finde ich. Und das ist jetzt mein fertiger Look zu der Tiny Make-Up Challenge. Hat mir gut gefallen und ich finde, das Ergebnis ist auch echt schön geworden. Und auch wenn die Lidschattenpalette nicht so abwechslungsreich und nicht so intensiv ist, wie ich mir die eigentlich erhofft habe, also in der Intensität hätte ich mir die einfach intensiver erhofft, sage ich mal, habe ich das doch eigentlich ganz gut gewuppt bekommen, finde ich. Ne? Ja, das hat ganz gut hingehauen. Mir gefällt meine Base heute richtig gut. Ich finde, sie strahlt richtig schön und die einzigen zwei Produkte, die wirklich in diesem Video mich verlassen dürfen, ist zum einen der Concealer, weil so dunkel werde ich auch nicht im Sommer werden und auch die Augenbrauenmascara, die ergibt für mich einfach keinen Sinn. Alles andere finde ich richtig gut und ist in der Komplexität doch sehr, sehr harmonisch. Und wenn dir auch dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!